Ist doch nur einer, glaube ich. Vielleicht sind die auch in irgendeinem. Ich wurde hier auch von Wildschweinen kaputt gehauen, die anderen Kühe. Mensch, das hat genau das Ziel. Noch irgendwo einer, da kommt doch noch einer auf. Ah. Ah. Oh. Stecken sich da drin. Oh, das Pferd. Ich dachte schon. Oh, das Pferd hier nah. Aber er bringt Fortschritt. Aber er bringt Fortschritt, Technologie und virenverseuchte Decken mit sich. Der weiße Mann? Ja, stimmt. Hm. Na, die haben jetzt alles zerstört. Okay. Blutig. Nee, geht, ne? Doch, Wunde hier. Oh. Schmutzige Wunde. Oh. Hier. Patch mit Backfrosch. Den muss ich die mal herstellen hier. Das ist erstmal eine schmutzige Wunde. Mal gucken, wie man die herstellt. So, jetzt habe ich mich versorgt, ne? So. Was ist hier für Blut? Kann ich das jetzt abfackeln? Nicht eine Siedlung. Geht da immer noch. Oh. Das geht nicht. Bin mir nicht sicher, ob ich euch da rauskriege. Ah, rück. Oh, nee, geht nicht. Tja, gut, dann voilà. Schade, dass ich das ja nicht abfackeln kann. Weil es ist halt immer so ein Punkt, ne, wo die Freunde sich dann wieder einnisten. So, nehmen wir einmal das hier, dann das hier. Das da.
kann nicht mehr so viel tragen. Das war's. Ja, gut. Ich werde jetzt hier nicht plündern. Das war schon so. Dann gehe ich mal zurück ins Camp, bringe da die Sachen hin. So, das hatte ich ja schon noch markiert. Jan, ich bin etwas müde. Es ist aber Tag, deswegen gehe ich nicht schlafen. Ich würde dann doch nochmal versuchen, da runter zu gehen. Zur Quest. Wo ich ja so ausrichten kann. Hallo! Ich müsste dann auch mal gucken, wie ich die Camps hier nochmal aufwerte, ne? Damit da ein paar noch mehr Leute rein können. Hier, ihr habt Gold? Wo habt ihr das Gold? Hier. So, ich gehe mal in die Haie. Danke fürs Team und Fettmann. Mach's gut, Netzwerk, viel gute Nacht. So, nee, das hätte ich behalten können. Dann nehmen wir einmal den hier. Okay. So, 10 Pfeile, da haben wir hier wieder aufgefüllt und Kantine müsste ich auffüllen. Ist ja nass drumherum. Und jetzt habe ich Hunger, ne? Mach komplett satt. Mach satt. Ist mir hier was? Jetzt bin ich etwas müde. Ich kann aber auch so einen kleinen Camp dann schlafen, ne? Jetzt habe ich etwas Hunger. Hey, wieso ist der nicht weggegangen, der Hunger? Ja, ich bin nur etwas müde. Dann gehen wir jetzt weiter. Nochmal versuchen, da runter. In Portal. Okay, da zwei Leute, die das Zeug sammeln. Ich hoffe, die sind jetzt ein bisschen sicher. Also eine Gruppe zum Sammeln schicken macht keinen Sinn. Wir bringen immer nur so zwei mit. Ich hoffe einfach, die bleiben. Die sind, die verteidigen sich. Ja. Gut, dann gehen wir nochmal da runter. Wo machen wir denn da? Oh, das Lagerfeuer habe ich ja auch noch nicht angemacht. Ich erstmal hier hin.
Los geht's. Oh, warte mal, Tee brauche ich noch. Auch schon wieder. Brauche ich jetzt hier wieder außerhalb des Camps bin, muss ich noch Tee mitnehmen. Hallo, lass dich nicht erwischen. Versteck dich, wenn Feinde kommen. Kommen die hinter mir her? Ja, sollten eigentlich, ne? Ach, da sind sie. Okay. Schon hübsch hier, ne? Oh, das sind mal Riesenfische. Guck dir die mal an, ey. Was gebrochen. Kann ich die fangen? Mit meinen Händen. Hallo. Jetzt warte doch mal. Ich tue schon nichts. Hier müsste ich eigentlich mal ein Camp hinpacken. Ich habe doch ein Camp am Wasser, oder nicht? Hier hinten, meine ich, oder? Da. Die sollten doch eigentlich... Also, Routine, ne? Wie sieht es bei euch aus mit den Aufträgen? Achso, ja. Da müsste bei denen doch eigentlich möglich sein. Ich gucke jetzt aber nur, ich stelle es nicht ein, dass die Fisch sammeln, oder? Ich brauche ja irgendeine Fähigkeit, um Fisch zu sammeln. Das ist ja das Verarbeitete, aber nicht das Rohe. Dann muss ich das, glaube ich, noch lernen. Ja, nee. Das sah eben aus wie ein Fisch, ne? Ja, habe ich mich zu früh gefreut. Keine Ahnung, womit. Das ist Hunting. Ich müsste das Fischen ja auch beim Hunten dabei sein, aber... Habe ich denn eigentlich Pünktchen? Ich hätte 9047 Pünktchen. Ich würde da, dass ich gerade mal, da ich gerade in den Fähigkeiten bin, würde ich einen Punkt in Bogenakkurassi geben. Ne? Das war mir eben. Da kriege ich ja keinen Headshot hin, wenn er ständig einen halben Meter daneben schießt. Das nehmen wir. Und. Die Fähigkeit, einen Kriegsball auf einen Feind zu werfen, um ihn lautlos zu töten, finde ich eigentlich auch ganz gut. Was ist das? Wenn deine Kraft niedriger als 20% ist, kannst du deine Kraft manuell auf 20% ihres Maximums wiederherstellen. Aha. Erhöht die maximale Kraft um 72. Die Helds-Generation.
Regeneration. Verleiht die Fähigkeit, die 100 Kraft in 5 Minuten zu regenerieren. Ah. Das ist auch gut, ne? Muss ich denn nicht Tee schlürfen? Ich würde das nehmen. Aber ich vergesse es mich immer öfters mal mit dem Tee. So. So, warte mal, dann können wir aber trotzdem noch entweder das Tomahawk oder die Wunden. Ich würde den Tomahawk nehmen. Ein bisschen gelevelt. Hallo. So, jetzt sind wir bei dem Feuer. Wo gehe ich jetzt hin? Hier durch. Und dann mal gucken, wo ich hinkomme. War das jetzt da hoch? Ich meine, das war da hoch, ne? Ja. Okay, dann müssen wir da hoch. Boah, guck dir das mal an. Ey. Voll hübsch. Also es ist jetzt nicht so hübsch wie bei Red Dead Redemption, aber schon, schon nett. Oder Assassin's Creed Valhalla, das ist auch mal die Umgebung, die Landschaft so schön da. So. Jetzt müsste ich irgendwie entweder da runter, da sind immer Wildschweine, oder ich biege hier ab. Das heißt, ich muss rechts rum. Da vorne. Hier so rum. Das gefällt mir hier. So Canyon, ne? Ein Bauwerk. Ein Feind. Eine riesige Scheune oder sowas. Camero Farm. Achso, das ist die Grocery Farm. Da hinten war auch noch eine, oder? Ist das die, die ich vorher schon gesehen hatte? Ja. Nee, das ist die. Da war ich hier, glaube ich. Ja. Dann will ich hier das Lagerfeuer anmachen. Okay. Gehen wir erstmal zum Lagerfeuer. Dass man nicht so richtig schöne Screenshots machen kann. Hier ist überall Schrift drin.
Da vorne. Müde. Ja, dann können wir ja schlafen gehen. Doch, die sehen uns nicht. Guten Morgen. Wir sind schon aufgestiegen. Nur sie haben die Nacht auf dem Pferd verbracht. Wach gehalten. Ja. Dann wollen wir die mal außen vor lassen. Um die kümmere ich mich später. Ich werde das mal da runterführen. So kommen. Ich glaube, ich die Straße folgen am ehesten. Hier sind ja wieder irgendwie Felsen. Ich folge erstmal der Straße. Toll, ich bin der Steppe angelangt. Das ist schön. Die Steppe ja richtig hübsch, ne? Finde ich auch bei Red Dead Redemption immer so toll. Finde ich das, hier Steppengebiet am schönsten. Wie heißt es denn? Also das Gebiet, was man auch im ersten Spiel dann spielt. Amadillo? Ja, weiß nicht so die Stadt Amadillo. Nee, ich dachte, die ist anders, ne? Die hieß irgendwas mit Tumbleweed, hieß die, glaube ich, ne? Ja, wieso? Aha, aha, aha. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier querfeldein kann, weil da ist eine Schlucht. Meine ich. Ich muss der Straße folgen. Schön hier. Also ich finde auch die Gebäude von den Weißhäuten toll. Finde ich mir so also ein bisschen schade, die zu zerstören, aber wird es ja nicht schnell, dass die sich einfach ausbreiten. Achso, und wenn ich weiß heute sage, ne, dann weiß ich, dass das sehr rassistisch ist. Aber das sage ich extra. Weil ich bin ja selber eine Weißhaut. Also, und es gehört zum Spielsetting. Also. Falls sich da irgendjemand drüber aufregt, ne? Dass ich immer weiß heute sage. Verdammt, weiß heute. Die ist nicht ernst gemeint. War da eben? Irgendwas mit Eisenbahn? Müsste, glaube ich, entweder ich könnte hier lang, ne, und dann oh. Da hinten lang und dann irgendwie da rum. What? Wir haben die nicht mehr gesehen. Renn, renn, renn! Oh, das ist am Pferd. Oh, shit. Schießt der einfach auf Durchreisende, der Sack. Unglaublich. Schon mal was von Gastfreundschaft gehört. Arschloch.
Boah, hier muss ich echt aufräumen, ne? Mir gefällt nicht, dass die sie hier so dicht beieinander gebaut haben. Dann einfach auf unschuldige Indianer schießen. Unerhört. Guck mal. Boah, die kann ich jetzt schlecht in meine Gruppe integrieren. Das sind richtige Opfer. Guck mal, wie die hier... Die sind sofort tot, wenn ich die hier zu mir einlade. Jetzt sind die, glaube ich, noch unbehelligt. Ich weiß nicht, sobald die halt bei mir im Stamm sind, dass die dann halt in den Fokus kommen, der Feinde. Ja, kann sein. Könnte auch sein, dass die so in den Fokus kommen, aber... ist es hier warm oder so? So. Sieht so aus, wenn hier Hitze wäre. Hallo! Mensch, das war immer eine Tour hierher. Boah, der hat Stärke 7. Diese Warrior. Ich speichere erstmal. Weiß mich nicht, ob ich die tatsächlich bei mir haben möchte. Jetzt schon. Später schon, ja, aber jetzt noch nicht. Wo bist du denn? Abjatan! Ja, achso, ja. Wird sich dein Camp unserem Kampf anschließen? Wir spüren, dass ein großer Geist dich holen wird. Wir werden uns seinen Kampf anschließen. Ach, scheiße. Ich dachte, der macht noch irgendeine Aufgabe oder so. Ich würde speichern und beenden. Ach, ich kann gar nicht laden. Oder zurück und beenden. Nee, ich müsste... Ah, schade. Ich dachte, ich könnte laden. Jetzt habe ich die doch bei mir drin. Was tun wir denn jetzt hier? Jetzt seid ihr gedoomt. Jetzt seid ihr den Untergang geweiht. Was soll ich denn tun? Ist doch scheiße. Das Spiel hat mir aber auch keine Möglichkeit gegeben, vorzugucken, ob ihr eine Quest für mich habt oder nicht. Und jetzt kann ich nicht laden, weil... Ah, scheiße. Ihr seid nur zu zweit. Was soll das denn, ey? Ihr seid solche Opfer. Ah. Das ist eigentlich nicht. Gut aus hier. Gib schon mal die beiden und ist wirklich so. Oh. Gut, die Grocery Farm, die hat noch Fähigkeit 1. Der hier unten hat Fähigkeit 7. Den schaffe ich doch nie. Ach du Scheiße. Meine Krieger haben die Fähigkeit 1. Oh. Ach, Mist. Ich könnte die umsiedeln, dass die beiden in mein anderes Camp gehen. Und dass sie dann... Weil die sind ja von den Fähigkeiten her 7. Der andere? Auch 7. Dann könnte ich die anderen Camps mit den beiden verstärken. Und das gebe ich bewusst auf hier. Wenn ich die jetzt allein lasse, sind die tot. Also müsste ich die am besten umsiedeln, dann haben die wenigstens Chancen. Ich hoffe nur, dass die Reise dorthin auch überleben. Die müssten ja eigentlich dann erst einmal Waffen haben. Pferde habt ihr, ne? Pferde hätten die. Okay, der hat einen Bogen. Ich hoffe, das ist nicht nur Optik. Ihr habt Bogen, ne? Was habt ihr im Inventar? Was? Akku. Nichts. Doch. Doch, die hätten einen Bogen. Also könnte ich die... Die haben den leichtesten Bogen. Kannst du die nicht trainieren oder sowas? Die beiden hier. Es geht nur, wenn ich denen so Groceries gebe. Was die Weißhäute herstellen auf ihren Farms. Dann müsste ich die aber im Camp lassen, weil die essen das nämlich nur, wenn ich nicht in der Nähe bin. Ich weiß nicht, die fühlen sich dann, glaube ich, beobachtet, schuldig, wenn sie das Essen vom weißen Mann essen. Ja. Ja.
Sieht jetzt so beschaulich hier, ne? Alles gut. Mit Telen und Vela. Alle haben sich lieb. Wir freuen uns jetzt mit dem weißen Mann. Wir machen Partys. Wir umarmen uns. Gehen in die Kirche. Machen einen Bücherclub. Ja. Jetzt gerade hier. Ja. Es ist besser, wenn ich die umsiedle, ne? Wir haben zwar jetzt den leichtesten Bogen, aber ich glaube an euch, ihr seid Stufe 7. Ihr seid nicht so leicht umzudringen. Ihr könnt es schaffen, in mein Camp zu kommen. Ich werde euch dann nach Rotina schicken. Nee, sogar vielleicht nach Bohatung, weil ich da Krieger brauche. Ich schicke euch nach Bohatdau. Bohatdau meine ich. Ja. Okay. Ins anderes Lager. Wenn das überhaupt geht. Ich kann nur einen, weißt du? Ja, ich kann nur einen. Ich kann das Lager hier gar nicht auflösen. Kann ich das Lager auflösen? Warte. Auflösen. Ich hoffe, die gehen jetzt nicht planlos durch die Gegend, wenn ich das jetzt auflöse. Vielleicht schießen sie sich ja meiner Gruppe an. Wer die Krieger aus diesem Lager werden zum nächsten Lager ziehen. Achso, ja, okay. Objekte, die sie nicht aufnehmen können, gehen verloren. Ja. Wie sind die Pferde jetzt auch verschwunden? Nee, der eine geht auf, ne? Ein Pferd ist nur noch da. Wo ist das andere? Da waren drei Pferde hier mindestens. Der geht los, oder? Und der hier? Aber nicht, dass der jetzt, weil der ein Questtyp ist, hier rumchillt. Immer. Der will nicht. Ja gut, der muss wissen, was er tut, ne? Der war auch großer Häuptling und so. Der wird schon seinen eigenen Kopf haben. Ja, du kannst dann auch halt ins nächste Lager gehen, ne? Also. Nur so als Vorschlag. Scheiße. Ja gut, wenn die Spielmechanik das nicht möchte, dann... Ich habe alles versucht. Ich habe versucht, das hier vernünftig zu regeln, zu lösen, aber irgendwie will der nicht. Dann ist das halt so, ne? Tut mir leid. Guck mal, der ist schon da. Der ist ja schnell unterwegs. Ja, dann haben wir wenigstens einen darüber gebracht. Sehr gut. Ich werde mich jetzt auch zurückziehen. Hierhin. Guck einfach mal. Ne, hierhin. Das Lagerfeuer muss ich noch aktivieren. Ja, das werde ich noch aktivieren und dann müsste ich eigentlich schon wieder Schluss machen. Dann werde ich mal schauen, was ich hier so finde und dann... Eigentlich müsste ich expandieren, ne? Hier oder hier ein Lager hinbauen. Damit die Gebiete auch ein Lager jeweils haben. Ja, muss ich gucken beim nächsten Mal. Und meine bestehenden Camps muss ich ausbauen, da mehr Krieger rein können. Und irgendwo muss ich Groceries finden. Das heißt, hier war ja ein Lager mit Groceries, ne? Die Farm. Dass ich die plündern gehe. Und dann die Groceries packe ich dann in die Camps, dass meine Krieger hier stärker werden. Ja. Okay. Da diesen Plan, ne? Schau mal. Los, komm. Wenn der da stehen bleiben möchte, dann soll er halt stehen. Sehr hungrig und sehr lustig. Hehe. Dehydriert. Ja, passt schon so.
Baumann fahren. Ach so. Aha. Guck mal hier. Dann aktivieren wir das doch gerade. Was ist das jetzt? Da. Oh, hübsch hier. Liebe die Steppe. Ach, die folgen mir hier sogar durch, toll. Ich dachte, die mache ich so einen Weg. So, dann müssen wir jetzt hier wieder da so rumlaufen und dann. Da irgendwie so. Ich glaube, Fury ist schneller als die anderen Pferde. Halt auch ein Rennpferd, ne? Nee, das war Blitz, ne? Blitz war das Rennpferd. Da muss ich irgendwie so durch. Hallo, ich hab dich gefunden. So. Ja, Mensch, da bin ich ja wieder in meinem Gebiet. Und dann gucke ich doch mal. Was am sinnvollsten ist, als nächstes zu machen. Ich muss ja auf jeden Fall Krieger in meine Camps bekommen, damit ich ein weiteres Camp gründen kann. Mindestens 3 Leute für ein neues Camp. Das heißt, nach Poato können noch ein paar hier unten war ein Lager, ne? Das war durchgestrichen, weil da waren Wölfe. Irgendwo war das hier. Ich meine, war das hier oder hier? Irgendwo hier. Dann würde ich das nächste Mal hier in diese Richtung gehen. So, das machen wir hier hingehen. Und da war ja so ein Fort mit Gitter, ne? Dass dort eventuell Krieger sind. Das würde ich mir angucken.
um zu gucken, ob wir da Leute für unsere Camps bekommen. Nebendran sollte eigentlich auch dann die Farm sein, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Um dort Groceries zu bekommen, die ich dann in meine Camps verteile, um dass die Tiere dort halt stärker werden. Dann muss ich gucken, wie ich die Camps hier vielleicht noch ausbauen kann und ein Gebiet, ich denke mal, das hier würde ich mit einem Camp versehen, mit einem neuen, beim nächsten Mal. Wo meine Pläne für Expansion. Jo. Schauen wir mal. Moment. Was machen die da? Oh oh. Wo wollen die da hin? Warum laufen die auch mitten durch die Pampa? Normalerweise nehmen die auch immer die Straße. Jetzt kann ich nicht mal eine Straßensperre machen. Die wollen sich da ranziehen. Naja, aber nicht mit mir. Ja, oh, weg. Die sind zwar Stärke 7, aber... Nee, nee, nee. Wenn ich die nicht sehe, ne? Ja, mit dem Ghillie-Anzug irgendwo im Busch. Yeah! Das war noch einer. Wo ist er denn? Ah, guck mal, hier steht es auch dran mit den Waffen, dass da niedrige Qualität steht oben. Habe ich so einen Quick-Tipp gesehen gehabt in so einem Ladebildschirm. Man soll sich also hohe Qualität nehmen. So also Medium oder hohe Qualität. Aha, ja, aber ich nehme alles, was ich kriegen kann, ne? Ja, aber die Kutsche hat sich festgefahren, ne? Guck mal. Ja. Da tut sich nichts. Wagen kann im Lager demontiert werden. Ja, da bringt mir jetzt nichts mit. Nein. Guck mal, was da drin ist. Nehmen wir alles. Yugi, überladen. Komm her. Der arme Siedler. Was? Das ist ein Feind. Ich glaube, der wäre sowieso von den anderen hier niedergemetzelt worden. Oder nicht mehr vorwärts kommt. Was ist das halt, ne? Kommen die in mein Gebiet, sind sie tot. Und sich dort raushalten. So, bringen wir das mal rüber. Entschuldigung.
Achso, ich wollte ja gucken, wie ich diesen einen Umschlag machen kann, ne? Für die schmutzige Wunde. Das wollte ich auch noch. Gucke ich gleich noch. Erstmal die Waffen hier raus. Hoppala. Weiß nicht, was ich jetzt genommen habe. Na egal. So. Routine, ne? Euch gebe ich die Waffen. Achso, ihr dürft jetzt wieder Sachen machen, wie ihr möchtet. Ich weiß gar nicht, ob die sich jetzt nehmen. Okay, das ist alles schlechte Qualität, ne? Mein Bogen aber auch. Ich glaube, die nehmen sich die Waffen und irgendeiner von euch... Ah ja, die haben Waffen. Okay. Ah, das ist der 7er. Guck mal, der ist auch heil angekommen. Hallo. Hat sich gleich ein Gewehr genommen. Und der hier? 1. Ne, ihr müsst unbedingt hier große Riss drin reinbekommen. Guck mal, ich habe wenigstens den 1-7er retten können. Toll. Was wollte ich machen, dieses eine, ne? Wollte gucken, ob man hier was herstellen kann. Behandlung? Ja. Das habe ich sogar schon gelernt. Beeren. Deswegen habe ich wahrscheinlich Beeren gesammelt gehabt. Am Anfang hatte ich ja irgendein Camp mit Beeren gefunden. Beziehungsweise ein Camp hatte da Beeren gesammelt. War das vielleicht hier sogar schon? Nee. Wir gucken mal bei Tutschip. Habt ihr die Beeren? Dann möchte ich nämlich jetzt noch einen Auftrag geben, die paar Umschläge. Besser einer wie null. Ja, ne? Wie ist einer gerettet? Ja, 16 haben wir da noch. Da könnte ich euch doch auftragen, die Umschläge zu machen. Keine Ahnung, wie viel ich da brauche. Ich mache erstmal 20. Ich brauche 4 Stück pro. Und Feuerweed liefere ich auch. Mhm. Ja, dafür habe ich noch zu wenig. Naja, wenigstens 3. Ich werde jetzt nicht sagen, geht Beeren sammeln, weil die sind ja noch bei den an den Zähnen dran. Die sollen das erstmal zu Ende machen. Wenn die das dann fertig haben, sollen die Beeren sammeln gehen. Deswegen lasse ich das hier drin, damit ich mich daran erinnere, dass die Beeren sammeln gehen sollen. Und die Blätter? Blätter haben die eigentlich noch genug. Ja gut. Ruhig kurz mal hier. Was haben die fertig? Das haben die auch fertig. Ich würde mir von dem Heu so ein bisschen was nehmen. Damit ich das Pferd heilen kann im Notfall. Vielleicht so. Dann können wir das hier nochmal herstellen. Ach, haben die schon wieder. Ja. Yeah. Jetzt lasse ich trotzdem drin. Wenn ich mir was rausnehme, können die das sofort wieder herstellen. Was braucht ihr denn dafür? Feuerweed und Black Horschwood. Aha. Und ansonsten, Kumling, da habe ich noch nie so wirklich reingeguckt, was die so machen. Die machen gar nichts. Die chillen ihr Leben am Lagerfeuer. Ihr könntet auch das Miet vielleicht mehr verarbeiten. Und die haben Stack. Kein Auftrag eingestellt. Ja, warum kann ich keins machen? Upgrade das Lager. Ach so, das muss ich noch upgraden. Ja. Vielleicht
Was muss ich denn, um zum Upgraden? 10 Rob, den Hund. Rohrpelz. Rob habe ich. Rohrpelz brauchen wir. Das müsste ich doch mittlerweile im anderen Lager drin haben. Hier vielleicht. Dann kann ich da noch ein Lager upgraden. Ja, guck mal hier. Zehn waren das, ne? Wie viel habe ich jetzt genommen? 11 wahrscheinlich. So. Umliegen gut. Dann upgraden wir dich jetzt noch. Soll ich da persönlich für vorbeischauen? Ich finde schon, ne? Häuptling sollte dabei da sein, wenn das Lager upgradet wird. Aber ich packe die Pelze da schon rein. Ja. Hier, guck mal. Wo ist mein Pferd? Wollte ich noch machen? Irgendwas wollte ich noch machen. Es ist immer noch rot, ne? Als wenn es noch angegriffen wird. Aber es wird eigentlich nicht mehr angegriffen, Hutina hier. Naja. Wir gehen darüber. Das machen wir eben noch. Hallo. Wer ist der Hirsch? Ja. Scheiße, wie komme ich da hin? Das ist direkt um die Ecke, aber irgendwie sind hier nur Felsen. Ah. Hä? Ja, Fury, ich bin auch frustriert. Aber sowas. Hallo. Komm schon auch mal vorbei. Wie geht's denn so? Trinken wollte ich jetzt erstmal. Habt ihr den trinken? Jetzt renne ich hier wieder ewig rum und finde das nicht. Die zwei Kantinen rauffüllen und dann upgrade ich mir Camp. Haben die eigentlich schon ein Zelt stehen? Oder haben die nur so diese... Ne, die haben nur diese Unterstände. Ja, Mann, freut euch. Vielleicht könnt ihr in Zellen schlafen. So. Upgrade. Ja, bitte. Tada! Okay. Noch zwei Zelte. Ja, nice. Cool. Eine Person mehr kann hier wohnen. Oh. Kann ich euch auch Aufträge geben, aber das mache ich beim nächsten Mal. Eisenbahn und Schwerger Sand, eine Gruppe aus und Wutz. Ja.
Ja, keine Ahnung, ob jetzt wieder Feinde hierher kommen und sich hier einquartieren wollen. Was ist das denn? Habe ich das nicht aufgelöst? Dann muss ich beim nächsten Mal... Ich markiere mir das mal. Muss ich beim nächsten Mal mal gucken, ob das hier abgefackelt wurde. Weiß ich nicht. Nee, war das nicht irgendwie so, dass ich da noch sammeln wollte, aber ich habe mir immer Wölfe angegriffen und dann wurde ich abgelenkt und so. Da war irgendwas, ne? Ich habe mich dumm erinnert. Ja, und dann gebe ich denen das nächste Mal hier Aufträge und mal sehen. Ja, dann weiß ich. Und dann war es das hier für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Gib mir gute Nacht. Mach's gut. Tschüss, Kino. Und so.